Eins ist auch klar. Das Ergebnis habe ich mir nicht erwünscht. Oder erhofft. Bin von einem besseren ausgegangen. Auch Vettel mit Medium unterwegs. Sie werden alle am Ende Soft haben. Also super Soft sogar. Hätte ich das gewusst, hätte ich vielleicht zweimal Super Soft lieber genommen. Oder halt einmal den Medium. Nun ja, jetzt ist es so. Jetzt heißt es, das Beste draus machen. Die Frage ist, was fahren wir für Zeiten im Verhältnis zu den beiden vorne? Also Vettel, bin ich mir sicher, könnten wir noch bekommen. Das Wetter sollte trocken bleiben. Wir halten dich über jegliche Wetterwechsel auf dem Laufenden. Vettel ist aber nicht der Indikator für mich. Ja, natürlich haben wir da geschnitten. Schade, ich habe gedacht, wir machen hier so fette Punkte. Aber dann gehen wieder 7 Punkte leider verloren. Die Chancen, wo Hamilton Probleme hat, sollten wir besser ausnutzen. Ja, fahren wir jetzt mit Soft zu Ende. Boxenstopp. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Ich muss irgendwas probieren. Wie man sieht, kommt man so kaum ran. Ach, das ist bitter. Ja, die kommen auch beide nicht mehr in der Box. Das ist das Problem. Oh, jetzt habe ich aber Orientierung verloren gehabt, weil ich gerade geguckt habe, wo der Kollege hinten ist. Ja, das Problem ist, wir werden auch nicht durchfahren können. Da machen wir uns nichts vor. 45% jetzt schon. Ach, Mist. Ja, sowas ist halt ärgerlich. Wir verlieren eine Menge Plätze. Aber wir sollten am Ende Dritter werden. Dann haben wir sogar 10 Punkte verloren auf Hamilton eigentlich. Fertig, los jetzt! Das ist ganz schmerzhaft gerade. Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Ja, ich mache mir keine Sorgen. Dritter werden wir. Fünf Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ein paar Informationen zu Perez. Anscheinend ist das Problem gravierend. Er gibt auf. Ja, der scheint da einen Motorschaden oder so zu haben. Lass dich wieder um einen Platz zurückfahren. Ach so, okay. War da gelb? Ja, er ist ja ausgefallen. Logisch. Achtung, klingt Achtung, logisch. Gelbe Flaggen vor dir. Kein Überholmanöver in der gesicherten Zone. Sei vorsichtig, bis du wieder grüne Flaggen siehst. Hier nämlich. Alonso und Button. Für McLaren eigentlich ein gutes Rennen, muss man sagen. Ja, wir sind Vierter. Wir werden auch noch Dritter werden. Das kann ich prophezeien. Das sollten wir schaffen, daran zu fahren. Also das ist auch das Minimumziel.
so Gemisch hoch und dann müssten wir jetzt ein, zwei Runden feuern und wir werden, wie gesagt, Dritter am Ende. Das ist ein ganz bitterer Moment. Den habe ich mir wirklich ganz anders ausgemalt, diesen Renntag. Aber gut, wer weiß, was noch passiert. Jetzt ein Safety Car und dann noch eine Runde voller Attacke, dann werden wir die ganz großen Gewinner. Ja, und die schnellste Runde ist halt ein geringer Trost. Ja, jetzt heißt es einfach durchhalten. Obwohl Dritter ist auch in weiter Ferne, wenn ich ehrlich bin. Siebeneinhalb Sekunden. Wir haben noch Benzin für etwa vier Runden. Das holen wir auch mal nicht so einfach auf. Also wenn wir nicht mal Dritter werden, würde ich sagen, ist das mehr als nur ein verlorenes Rennen. Also das wäre ganz bitter. Ah, die Reifen bauen schon ab, ich merke das schon. Oh Gott, um Gottes Willen. Ja, zumindest die schnellste Rennrunde will ich haben. Geht's dir gut? Motor aus, Motor aus. Nee, eigentlich nicht, lieber Kollege. Lieber Kollege, man merkt es doch, dass es mir nicht gut geht. Ja, es wird mega eng. Es wird wirklich mega eng. Es könnte sich ausgehen. Es sollte sich ausgehen. Also wenn nicht, dann... Oh Gott, ich krieg eine Krise. Das ist, glaube ich, immer, man vertieft sich dann so sehr und ärgert sich. Und dann passieren Fehler über Fehler. Das ist immer so. Zumindest bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Vielleicht ist es bei euch ja ein bisschen anders. Aber meistens ist es so, wenn man sich über irgendwas aufregt, dann nimmt es seinen Lauf. Ja, Minimumziel, schnellste Runde erreicht, aber das hilft uns natürlich auch nichts. Ey, ich krieg die Krise mit diesem Spiel. Ich krieg wirklich, wirklich, wirklich die Krise. Eieieiei. Pardon. Wird eng, zwei Runden. Nein, ich leg mich fest, das geht sich nicht mehr aus. Wir werden nur Vierter. Eieieiei. Aber auch für Williams ein sehr enttäuschendes Rennen mit Doppelpol gestartet, muss ich mal überlegen. Ich sehe ihn da hinten eben. Aber das ist einfach zu weit weg, als drei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Als dass das von Relevanz wäre. Die Frage ist, wie schnell bauen seine Reifen ab? Ich muss pushen. Ich habe keine Wahl. Ja, wir müssen einfach alles riskieren, um da noch ranzukommen. Ah, er ist da. Es könnte sich ausgehen. Ich will mindestens Dritter werden, Minimum.
neue schnellste Rennrunde. Ja, wir machen zu wenig aus unseren Chancen. Das ist nicht das erste Mal. Das ist was, woran man arbeiten muss, was man optimieren muss. Er ist zu weit weg. Er ist einfach zu weit weg. Es ist ganz bitter. Die Benzinreserven gehen zur Neige. Bald sind wir genau im Sollbereich. Schalte möglichst bald den Motor runter. Das ist das nächste Problem. Ich glaube, es geht sich ganz knapp um eine Sekunde oder so nicht aus. Oder ich müsste so eine ganz üble Harakiri in der letzten Runde machen, aber das wäre auch gemein. Die Frage ist, wie halten seine Reifen? Meine bauen ab, ich merke das richtig. Aber seine müssten ja auch abbauen, also... Es ist schwer. 2,6 Sekunden. Wir holen 2 Sekunden pro Runde ungefähr auf. Eieiei. Es könnte sein, dass wir in der letzten Schikane die Chance bekommen, anzugreifen. Also hier quasi so auf diesem Abschnitt. Das wäre ein Traum. Es muss weniger als 2 Sekunden sein, sonst geht sich das nicht aus. 2,8. Zu viel. Es reicht ganz knapp nicht. Und das Benzinproblem kommt ja auch noch hinzu. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Ja, brauchen wir auch nur noch. Eieieiei, ich weiß nicht so recht, wie ich da... Ich kann nicht mehr rankommen, das geht sich nicht aus. Es ist enttäuschend, dieses Rennen. Volles Kanonenrohr, aber das hilft alles ja nichts. Der Motor zeigt erste Verschleißspuren. Optimalleistung nicht mehr möglich. Das war's. Wir müssen uns geschlagen geben. Das ist meine Stärke. Augenzwinker. Ja, ganz bitterer Moment. Ein ganz, ganz, ganz bitterer Moment für mich. Dieses Rennen, muss ich sagen, habe ich mir anders ausgemalt. Eine Runde mehr. Herzlichen Glückwunsch an Ricciardo, der hat alles richtig gemacht. Auch Vettel, der jetzt wieder Boden macht in der WM. Und wir, die ganz großen Verlierer. Also eigentlich natürlich Hamilton, aber wir müssen ehrlich sein, also wir sind der zweite Verlierer. Auch Rosberg ist ein ganz großer Verlierer, das kann man auch so sehen. Also viele Verlierer in diesen Rennen, was ist das für ein Scheiß? Meine Güte, jetzt werde ich aber hier fuchtig. Ich will dieses dumme Rennen nur noch beenden. Lieber Gott im Himmel. Vierter Platz. Ja, über sowas kann ich mich nicht mehr freuen. Die Zeiten sind vorbei. Über diese Fahrt kann man sich nicht beschweren. Wirklich ausgezeichnet. Großartige Leistung von Red Bull. Was für ein überzeugender Sieg. Und Stefan, ich frage mich wirklich, was hier der Unterschied zwischen dem Sieger und der Konkurrenz war. Die Safety-Car-Phase hat den Rennverlauf auf den Kopf gestellt, nicht wahr? Es ist schwer zu sagen, was ohne sie passiert wäre, aber er hat diese Situation auf jeden Fall ausgenutzt und sich eine gute Position verschafft.
Hier kommen die heutigen Sieger dieses wirklich tollen Rennens. In letzter Zeit haben alle hart an der Perfektionierung der Autos gearbeitet. Und last but not least können sie die Früchte der Arbeit ernten. Red Bull stemmt die Trophäe in die Höhe. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Das war nicht das beste Resultat für unseren Weltmeisterschaftsführenden. Sein Vorsprung ist geschrumpft. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages war. Na, heute kann das nur Rio Haryanto sein. Heute ist er für mich in einer anderen Liga gefahren. Wirklich beeindruckend. Und so sieht es in der Konstrukteurs-WM aus. Wir haben heute einen Formabfall des Weltmeisterschaftsführenden gesehen. Sie haben einen Großteil ihres Punktepolsters eingebüßt. Auch von Manor Racing war das heute eine herausragende Leistung, mit der sie in der Rangliste einen weiteren Schritt nach vorn machen. Es war toll, dass Sie dieses Wochenende dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie uns. Bis zum nächsten Mal. Eine Menge Ausfälle. Also das hat man selten. Das war schon ein sehr besonderes Rennen. Und ein Eriksen, der nur Neunter ist, der hätte eigentlich auf Platz 4 oder so landen müssen. Und wir, oder 5, und wir hätten auf 1 landen müssen. Gut, hätte, wäre, Fahrradkette, hilft alles nichts. Ich gehe kurz in die Rennleitung, gucke mal, was da so alles... Achso, Räikkönen wegen Parken disqualifiziert. Eine Stop-and-Go-Strafe für Valtteri Bottas. Das erklärt auch, warum Bottas so weit hinten ist. Ja, das war schon Enttäuschung. Wir schauen uns die Wiederholung mal an. Und los geht's. Die Wagen stehen auch alle ein bisschen unterschiedlich. Das ist auch sehr interessant. Und das sieht gut aus. Vorne sehr gesittet. Und mittendrin, ja, das Getummel kannten wir ja. Ein paar Teile weg. Nichts Wildes. Und die Kurve ist fast noch schlimmer wie die erste hier immer. Da war der erste Flug. Da ist Hamilton. Der an dieser Stelle sein Rennen zerstört hat, wie man im Spiegel sieht. Ja, wir könnten eigentlich das ganze Rennen so gucken. Spannend genug war es, ja. Aber wir wollen da jetzt noch nicht übertreiben. Und ich würde sagen, wir belassen es dabei. Wir belassen es einfach dabei, das passt schon. Hier überall rauchende Luft. Boah, wir hier auch nur Dreck. Ja, da war Rosberg noch der Dinge. Ich finde es schade, dass man die Wiederholung kann. Speichern, nein, kann man nicht. Ach, er merkt sich das sogar. Das finde ich sehr schade. Ich würde ihn wirklich gerne speichern können. Ja, 12 Punkte. 13 Punkte verloren. Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Der Vorsprung unseres Führenden ist nach dem schwachen Resultat heute geschrumpft. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Der Fahrer des Tages ist heute für mich Rio Haryanto. Er hat einfach nicht aufgegeben und wirklich eine fantastische Leistung abgeliefert. Es war heute wirklich eine Freude, ihm zuzusehen. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Die Führung an der Spitze ist nach einem starken Wochenende der Herausforderer geschrumpft. Auch von Manor Racing war das heute eine herausragende Leistung, mit der sie in der Rangliste einen weiteren Schritt nach vorn machen. Nach all der Spannung wäre es verrückt, wenn sie das nächste Rennen verpassen würden, aber den Fehler machen sie nicht. Wir hoffen, sie wiederzusehen, also bis dann. Ja, also bis dann. Interessant ist wirklich, Daniel Ricciardo ist rangekommen an Hamilton ein bisschen. Ja, aber alle haben noch einen riesen Abstand, trotz dessen noch. Rosberg kommt einfach nicht von der Stelle, verliert sogar eine Position. Also irgendwie hat das Spiel was gegen ihn. Oder die Entwickler oder wie auch immer. Ich weiß es nicht genau. Ist auf jeden Fall auffällig, dass immer bei Rosberg Probleme sind. Bottas
auch ein großer Verlierer durch die Stop-and-Go-Strafe. Wäre sicherlich an Verstappen rangekommen. Ja, rangekommen halt vorbei. Weiß nicht, ob er gewonnen hätte. Kann man nicht sagen, aber er wäre ganz nah in der Nähe bei Verstappen. Ja, wir haben Schadensbegrenzung gemacht, nicht mehr und nicht weniger. Felipe Massa, ja, der ist endlich mal ein bisschen aufgeblüht. Vor Sergio Perez gekommen, Hülkenberg trotz des Punktes an Fernando Alonso Platz verloren. War nicht anders zu erwarten. Vettel halt an Räikkönen ein bisschen näher rangekommen. Unten schauen wir uns das auch mal an. Da haben wir Pascal Wehrlein, der wirklich kontinuierlich gut punktet mittlerweile und auf Platz 14 vorgekommen ist. Hat Romain Grosjean überholt. Der ist, glaube ich, ausgefallen. Ich weiß es gar nicht mehr. Pardon. Ja, Carlos Sainz und dergleichen alle ausgefallen. Markus Eriksen hat wieder ein bisschen gepunktet, Harianto allerdings auch. Ja, aber es reicht noch gerade so für Eriksen, vorne zu bleiben. Also das auch eine sehr spannende Konstellation, muss man sagen. Es sind immerhin, wenn man das mal so überschlägt, 19 Fahrer in den Punkten. Ja, dann schauen wir in die Konstrukteurswertung. Da ist Mano Racing vor Toro Rosso und Haas gekommen. Also da herzlichen Glückwunsch. Leider wird Mano dieses Jahr 2017 in der Formel 1 nicht dabei sein. Ich befürchte es, sie sind in der Insolvenz. Und es wird am 19. Januar bekannt gegeben, oder was, 20. Ich bin mir nicht sicher, ob das Team starten kann oder nicht. Und Scuderia Ferrari kommt an Mercedes ran und Red Bull natürlich auch. Und ich würde sagen, wir gehen weiter und ja, das war ein wenig enttäuschend. Eine 2-Stunden-Aufnahmesession geht jetzt zu Ende. Ich danke fürs Zusehen. Wir schauen uns hier nochmal die Pünktchen an. Die sind aber jetzt gerade, naja. Da müssten wir alle Ziele erreicht haben. Die Punkte sind uns unwichtig. Und jetzt geht's nach... Was ist das? Wo sind wir? Ja, wir können ja auch nochmal zum nächsten Rennen gehen. Das können wir hier schließen. So sieht der Punktestand aus. Aktuelle Rivale, Valtteri Bottas. Ja, das verstehe ich nicht so ganz. Müssten jetzt einen neuen bekommen. Und ganz gleich, wen wir bekommen, wir müssten ihn schlagen können. Na gut, Hamilton wird eng, aber selbst den sollten wir mittlerweile schlagen können. Der Wagen entwickelt sich ja auch weiter bei uns. Die Forschung und Entwicklung meldet sich. Hey, cool, dich wiederzusehen. Das Werk hat uns ein paar gut aussehende Teile geschickt. Sie werden gerade in diesem Moment angepasst. Hier ist der Bericht. Ja, sehr schön. Treibstoffeffizient ist erhöht. Das ist ja auch nicht so unwichtig. Und wir sind in Italien, oder? Ist das Italien? Ja, Monza. Oh, wir haben eine neue Rivalität mit Bottas, weil ein Unentschieden war. Ja, ich beende die Aufnahme an der Stelle, bedanke mich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.